Mist, aufgeflogen, sagt er. Stimmt gar nicht. Guten Tag. Ich verhöre ihn einfach mal an Ort und Stelle. Nur hoffe, dass mir nicht dasselbe passiert, was mir schon mal passiert ist. Da habe ich ihn an Ort und Stelle auf der Straße verhört. Und da sind plötzlich Rebellen von oben von der Hauptstraße reingefahren gekommen, haben mich einfach überfahren und ihn gerade mit. Ich weiß nicht, wo er ist, okay? Reed macht alles über Mittelschmäler. Was ist mit diesen Leuten? Wo kommen die her? Reed holt sie aus 5 oder 6 Dörfern. Ort, an denen Leute verschwinden, ohne dass jemand Fragen stellt. Also die Simple. Und das Kartell? Sind die beteiligt? No, no. Wir behalten alles für uns. Suenio würde jeden von uns zu El Pozolero schicken, wenn er das wüsste. Ich will eine Liste dieser Dörfer. Sofort. Danke, ich. Okay? Ja, meinetwegen. Aber die haben sie nicht von mir. Na klar. So. Meins. Und dann direkt wieder Reed. Wir haben den Ort und den Code, um Reed hervorzulocken. Stellen wir dem Hurensohn eine Falle und schalten wir ihn aus. So, und diesmal die richtige Waffe ausrüsten. Um die Bobs da hinten direkt zu plätten. Ich wette, ein Wheelie hast du nicht drauf. Doch, pass auf, ich zeig's dir. Ah, fast. Das war ein Vorder-Wheelie. Damit haben wir Reed endlich bei den Eiern. Bleiben Sie an der Sache dran, Nomad. Bin gespannt, was Sie finden. Was ist mit dem Netz für Kokainschmuggel? Gehen Sie dem ruhig auch nach. Reed ist an beiden beteiligt. Hey, ihr. Mit etwas Glück schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Verstanden. Nomad, Ende. Ja, die Kugel fliegt echt langsam. Macht die Feuerrate. Feuerrate macht's aber wieder wett. Feind markiert. Da ist noch ein Tango. Da müssen noch welche sein, da. Und einer da hinten. Hab einen Tango. War sogar ein Kopfschuss. Oh. Dich habe ich nicht gesehen. Okay, die dürfte sein. Ja toll, weißt du, die Feinde respawnen, aber die Kiste kann ich nicht mehr looten. Begleitfahrzeug zerstört. Heli im Arsch. Sag mal, was ist denn jetzt los? Der Truck ist hin. Ob noch was übrig geblieben ist? Begleitfahrzeug zerstört. Nice! Informieren wir Bowman. Bowman, Boston Reed ist nicht mehr auf dem So, was können wir jetzt? Flugplan noch nicht, wie immer. Leichenbestatter haben wir hier. Konvoi wäre hier. Truck Depot da hinten. Wir machen die Leichenbestatter. Das war immer ein bisschen nervig, die zu beschatten. Gefällt. Gut, den Menschenhandel hatten wir nicht auf dem Schirm. Das ist hier schon lange ein Problem. Natürlich macht sich in Santa Blanca jemand die Hände damit schmutzig. Ich fühle mich wie ein Arschloch. Wir haben Reed gestoppt und ein paar Unschuldige befreit. Und diesmal räume ich das Gebiet nicht zuerst auf, sondern räume das Gebiet dann auf, wenn wir da sind. Damit es schneller geht. Es gibt bestimmt noch eine bessere Route. Also eine bessere Grind-Route. Müsste ich mir mal angucken. Genau, aber für die 2 Level brauche ich mir nicht mehr anzugucken. Ich habe vor, dass diese Aufnahmesession die letzte wird. Also von Wildlands. Ich möchte unbedingt. Was ist das für ein Konvoi? Na gut, brauchen wir nicht mehr. Hab die Waffe ja komplett gelevelt. Fällt mir gerade ein. Der Typ, meine 12-jährige Tochter könnte den verprügeln. Drohnen
Zone fliegt. Hat die Rebellen gebeten, die Gegend für... Ich sehe Carlos. Der Typ da ist nicht dein Ernst. Meine 12-jährige Tochter könnte den Typen verprügeln. Verschrecken wir ihn nicht. Wir halten uns zurück und lassen uns zu seinem Bruder führen. Sauber. Alles Paletti? Wisst ihr eigentlich schon, dass die KI gar nicht so dumm ist? Hey. So. Ja. Wenn man anlegt und ein Kamerad vor einem steht, der duckt sich genau so, dass man gerade drüber zielen kann. So, jetzt aber schnell ein Heli. Bevor der Typ weg ist. Ich glaube, ich habe jetzt zu lang schon rumgetrödelt. Ob wir den nochmal einholen in 10 Sekunden? Oh je. Hey, auf, los! Oh je, das wird knapp. Oh scheiße, das wird nix. Doch! Oh mein Gott, das war echt knapp. Das war verdammt knapp. I wonder. Ich fände es besser, wenn bei den Untertiteln, also auch wenn die zwischendurch was Spanisches oder so sagen, wenn bei den Untertiteln dann die Übersetzung davon stünde. Denn dann könnte man auch noch ein bisschen was lernen. Aber steht okay, dann auch nur in der Sprache. Ist das Hernando? Denke schon. Diese Typen sind die beschissenen Leichenbestatter, vor denen die Einwohner Schiss haben. Und jetzt? Wir schnappen Hernando und fragen ihn, wo sich Reed versteckt. Was ist mit Carlos? Scheiß auf ihn, er ist jetzt nur im Weg. Wir brauchen nur Hernando. Verstanden. Was? Die Mädchen? Ich weiß nicht, Carnalito. Da kann ich auch. No mames, dale. Das sind nur sie und ihre Mamita. Weit draußen im Nirgendwo. Es wäre so einfach. Netta? Das ist keine Bar, in der du Tropfen in ihren Drink gibst. Was ist, wenn eine losschreit und die Mama weckt? Dann kümmern wir uns um sie. Chingados, Mann. Wir sind los pinches Enterradores, Alter. Verhalte dich auch so. Sind's echt Zwillinge? Netta way, porque luego tú. A huevo. Ich hab sie gesehen. Ist wie in einen Spiegel zu schauen. Die sind heiß, Alter, ich sag's dir. Wir schnappen sie, bringen sie an einen ruhigen Ort, haben ein bisschen Spaß und warten auf... Machen wir weiter. Ups. Echt Zwillinge? Netta way, porque luego tú. A huevo! Ich hab sie gesehen. Ist wie in einen Spiegel zu schauen. Die sind heiß, Alter, ich sag's dir. Wir schnappen sie, bringen sie an einen ruhigen Ort, haben ein bisschen Spaß und warten auf neue Befehle von... Ist wie in einen Spiegel zu schauen. Ihr Leutnant, verpisst sich. Nein. Oh, fuck. Ich hab dich halt einfach durch. Wer war das denn? Ich lege an. Jemand, der nicht markiert war, scheinbar. Kann die auch gut durch die Wand schießen? Ordentlich was explodiert. Sag mal, wo ist der denn? Ah, noch ein nicht markierter. Ich hätte sollen sorgfältiger markieren. Markiere immer noch mal, also aufklären. Alles sauber. Okay, ich gebe auf. Das ist doch keine Wahl. Was zur Hölle? Wer zum Teufel sind Sie? Wo ist Reed? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Verarsch mich nicht, Mann. Entweder du sagst mir, wo Reed steckt, oder El Sueño erfährt alles über deinen kleinen Menschenhändlerring.
Keine Ahnung, wo Reed ist. Das Arschloch zeigt seine Fresse nur, wenn es eine Lieferung oder einen Notfall oder sowas gibt. Ich würde das als Notfall einstufen. Du nicht auch? Da ist dieser Code. Ich gebe ihn in den Laptop an der Landebahn ein. Sobald Reed das Signal empfängt, kommt er zum Flugfeld. Das war's. Gib mir den Code, dann sag mir, wo diese Landebahn ist. Cool wäre es auch, wenn bei Breakpoint, wenn es da Anzüge gäbe zum Anziehen. So ein Anzug oder so ein Smoking. Ich meine, so Casual-Kleidung, so ein Pullover und normale Hose und sowas gibt es hier ja auch schon. Aber halt kein Anzug oder Smoking. Wenn es sowas gäbe, könnte man wir haben von einen auf Doppel-Null-Agenten machen. 008 und 009. Kein Problem, ich schieße einmal drauf. Easy peasy. Kommt dort vorbei, oder? Ja. Ich habe schon lange kein Fahrzeug mehr mit C4 gekillt. Ladung ist scharf, in Position. Also wenn ich ihr wäre, würde ich wegrennen. Buenas. Ich finde es blöd, dass man das C4 nicht mehr aufheben kann. Wenn man es aus Versehen falsch geworfen, falsch platziert hat. Und ich finde es schade, dass man kein C4 an die Zivilisten oder generell an Leute pappen kann. Das ist ein empfindlicher Verlust für das Kartell. Alles zerstört. Gleich. Warum lebst du denn noch? Du. Irgendwie hat von jedem Fahrzeug einer überlebt. Kann das sein? Ich weiß nur nicht wieso. Das ergibt keinen Sinn. So, was können wir als nächstes machen? Truck Depot ist wahrscheinlich zu nah. Ja. Wir haben alles schon gemacht. Außer Truck Depot und Dingens. Da fliegen wir eben kurz raus. Dann machen wir das Truck Depot und dann den Flugplan. Und dann geht's wieder weiter mit den 3 El Comandante Aufträgen in Media Luna. Und dann müssten wir, wie viel gibt's so? Es geht eigentlich recht schnell jetzt, habe ich das Gefühl. Wird ja auch mal Zeit. So, geht's jetzt? Truck Depot. Jo. Wir wissen von einem Depot, das den Überlandschmuggel durch Kuani koordiniert. Nette Explosion. Sie müssen dort eindringen. Noch eine. Kriegen der Terminpläne und Schmuggelrouten beschaffen. So, da kommen wir direkt von der richtigen Seite. Mal kurz gucken, wegen der Geräuschminderung. Pistole und... die Walk ist noch lauter. Hätte mir noch gewundert. Nähern uns dem Truck Depot. Denk daran, Santa Blanca darf nicht erfahren, dass wir hier sind. Es ist stark. Hab übrigens meinen Fallschirm geändert. Lassen, um an den Wachen vorbeizukommen. Die Wachen lassen Fahrzeuge des Kartells hinein, ohne sie zu durchsuchen. Ein Fallschirm das auch. Hilfreich sein. Wir könnten zurück zur Straße, ein Auto oder einen Truck entführen und damit reinfahren. Ich habe Kartelltrucks vor dem Depot gesehen. Wer blinkt? Der da blinkt. Okay, bin unterwegs. Hab das Ziel. So, ausgeblinkt. Kann ich mir ihn schnappen? Ich weiß, ich bin wieder leichtsinnig. Bleib stehen, bevor sie dich sehen. Yo, schweres Kartell-MG. Dicht beim Reifenstapel. So. Gute Nacht.
Das müsste eigentlich schon genügen, ne? Das ist der Einzige, der immer da rumpatrouilliert, glaube ich. Ich glaube, die anderen patrouillieren nicht.